Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Das fängt direkt gut an, ja. Mit unseren leckeren Scorpies. Ja, ne? Und ich will. Ach da. Ich würde sagen, wir machen einfach genauso da weiter, wo wir jedes Mal weitermachen, nämlich die Gegend erkunden. Diese Folge mit diesen Dingern hier, also zum abgestürzten Vertibird. Das ist nicht das Ding da hinten, sondern das da weiter hinten. Hallo. Oh. Naja. Hallo. Oh, der ist sogar zwei Dosen dabei. Was ich sehr gut finde, weil du hast sogar drei dabei. Naja. So, weitermachen. Kann man da durch? Ich hoffe mal, ne? Wenn nicht, ne? Ich kann da nicht durch. Na, wunderbar. Okay, dann gehen wir zur Matthews Viehzuchtfarm. Von dort aus gehen wir weiter. Das müsste eigentlich dann gehen. Genau in die Richtung. Okay, perfekt. Gut, hier sind die ganzen ausgehungerten Tiere noch. Und da hinten sehe ich schon einen Ghoul. Veronika sehe ich doch allerdings nicht. Das ist auch sehr gut. Macht nichts, wenn Veronika nicht zu sehen ist. Okay, da hinten ist glaube ich auch schon die Abzäunung für den Flughafen. Also wir waren halt echt nah dran, nur an der anderen Seite der Abzäunung, ne? Okay, wo laufen wir jetzt gerade hin? So altes Atomtestgelände, das ist nicht das, wo wir direkt hin wollen. Ach, da ist das vielleicht die Abzäunung. Testgelände, das sollte man ja. Also, weil es wird dann wahrscheinlich pre-war im Testgelände gewesen sein. Oh, was haben wir denn da? Ganz viele Roboter. Okay, so, sogar die ganz gefährlichen Roboter, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das ist nicht gut. Ich mach mal lieber sogar noch die Sprengstoffmunition drauf. Haben wir noch genügend von. Ja gut, ne? Vertibird ist halt Enklave. So. Nett, Roboter gegen Roboter. Uiuiui. So. Es geht eigentlich gerade. Wenn man sich vorbereitet, dann ist das nicht das große Problem. Eieiei. So, was haben wir da? Nix. Obwohl, Raketen nehme ich doch mal nicht. So, was haben wir hier? Ja, ist meistens nix drin, ja. Ich hoffe immer nur auf Wah! Eieiei. Ja. Mach Boom! Eieieiei. Perfekt. Das ist der Vertibird. Ist hier echt abgestürzt. Das ist ja wunderbar. Hm.
schön, dass die immer Raketen dabei haben, weil die sind halt immer doch relativ was wert. Das ist der Pilot wahrscheinlich. Was haben wir da? Tesla Beaton Prototyp. Auf jeden Fall, ne? Schade, dass wir diesen Vertibird nicht rekonstruieren und wieder zu fliegen schaffen können. Was ist jetzt diese Waffe hier? Tesla Beaton Prototyp. Minus TP 25 für 2 Sekunden. Das ist auf jeden Fall nett. Das macht ein Schuss 37, das macht nur ein Schuss 190. Nehme ich also nicht. So, ja. So, wo geht's weiter? Das hätte ich gerade nachgucken können. Ach, die hatten jetzt zum alten Atomtestgelände. Das sah so aus, als wären da ja nur die Gula. Kann ich auch meine Paciencia für nehmen. Das wird keinen stören, Veronika. Mensch, du alte Schnöpfe. Bist auch mal wieder. Gucken, was es da so gibt. Aber es war wahrscheinlich viel Strahlung, denke ich mal. Da werde ich mir das ein oder andere Redex einhauen. Okay, da geht es anscheinend direkt aufs Kästensgelände. Viele Leuchtende hier. Mensch. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Ne, das sind nur normale. Ich dachte, das wären Soldaten. Aber das sind nur hier. Hallo! Wen nehmen wir denn zuerst? Hier, erst den Leuchtenden. Eieieiei. Aua. Oh Gott, ein Plünderer. Macht er, ne? Macht er. Nein, ich krieg den schlechte Öden. Ey. Sauber. So, ja, also 80 haben wir. Das sind 40. Das sind zwei davon. Perfekt. Wenn sich das nicht eignet, dann weiß ich auch nicht. Okay, hier ist das alte Atomtestgelände. Sind zwar Gegner, aber das macht nichts, bis die Gegner da sind. Ein Schild Radioaktivität oder so? Ja, Radiation Area Radioactive Materials Dinging is prohibited. Jo. Hallo. Was stirbt denn der nicht? Für die Bruderschaft. Mensch, was halten die denn aus? Ist ja unfassbar wieder mal. Wahrscheinlich extrem. Okay, hier wird stärker. Ich habe mir über das rein. Ich will wissen, was hier ist. Deswegen. Mal gucken. Atomtesthütte. Oder wurde in. Ist das in Nevada der Trinity Test gewesen? Eintrag 3 im Tagebuch des Mülls. Ah, ja, gut. Ja. Eintrag 2. Nikola Tesla und sie. Ein Sternkronkorken, ein normaler Kronkorken. Jet. Eintrag 1. So. Gucken wir uns die doch mal an. Eintrag 1. Liebes Klagebuch. Ich habe es so satt, in diesem menschlichen Körper gefangen zu sein. Also bin ich heute in den Schuppen in der auf dem verlassenen Testgelände gezogen. Dort sollte genug Strahlung sein, um mich in einen Ghoul zu verwandeln. Die Welt um mich ist trostlos und schrecklich. Also warum sollte ich nicht einen Körper wollen, der dazu passt? Ich frage mich, welche Farbe meine Haut haben wird und ob ich einen guten Lippenstift finde, der dazu passt. Wahrscheinlich nicht. Mein Gott, alles ist so elend. Liebes Klagebuch,
Ich bin jetzt seit fast einer Woche in diesem Schuppen. Nichts passiert. Mir ist so langweilig. Und dieser Schuppen ist so heiß und total schlecht für meine Haare. Dabei ist es eh so schwer, eine Tönung in dieser Farbe im Ödler zu finden und so. Das stinkt. Ich will jetzt ein Ghoul sein. Ich hasse diese Batterie. Das Leben wird so wahnsinnig überbewertet. Liebes Klagebuch, ich habe es so satt, in diesem menschlichen Körper gefangen zu sein. Hä? Okay, Part 3 und Part 1 sind identisch. Ja, das hat wohl nicht geklappt. Ah, kannst du auch nicht machen, ne? Dann die Ghule sind ja entstanden durch so einen akuten Strahlungsanstieg. Durch die Bomben. Komm ich nicht dahinter? Irgendwie? Schade. Naja. Was soll's, ne? Atomtestgelände sind jetzt nicht so das Beste. Es ist halt das, wo ich meine Kinder zum Spielen hinschlecken werde, klar, aber sonst ist es jetzt nicht so wichtig. So. Ab zum Unterschlupf von Caesar's Legion. Werden wir nicht brauchen. Was ist denn hier passiert? Autoritäre Brille. Was habe ich denn derzeit für eine Brille? Ich habe einen Helm. Ach so. Stimmt. Aber die haben sich bestimmt hier alle hingesetzt und die Atombomben angeguckt. Naja, ich verstehe schon. Das ist das Trinity-Testgelände der Atombomben da vom Zweiten Weltkrieg. Das ist bestimmt auch in Nevada gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. So. Da ist ein Gegner. Ach, da ist auch Nippen. Yeah. Okay, gehen wir mal da reingucken. Da sind bestimmt Gegner. Natürlich wird dafür ein Schlüssel für gebraucht. Gehen wir halt zu Bradley, sollte die hier am Fackeln ist. Denke ich mal. Ist das richtig? Was ist denn da los? Woher kommt denn Rauch? Ich speichere mal, bevor ich in diesen Rauch reingehe. In diesen Nebel. Da sind viele Gegner. Aber solange das alles noch diese Brahmins sind und kein Legion-Attentatskommando, ihre Dehydration dazu genommen. Da kann ich doch gleich was hier. Du hast 200 und wie viel habe ich? 296. Achso. Das ist ja 370 gewesen. Gottes Willen. So, Bradley City muss hier aber mal langsam sein. Ich sehe hier nämlich noch keine Hütte. Hä? Ui! Auf jeden Fall. Ist da jemand? Hallo? Mhm. Ja gut. Nett. Okay. Ach komm, nehmen wir die mal gerade mit. Aufsichtsweise. Und schlafen noch eine Runde. Warum wird auch wieder schön ausgeruht? Ja. Relax hat nachgelassen. Und können noch den letzten Punkt auf unserer Reise. Das haben wir. Also die Folge war zeitlich echt. War gut. Wow! Da kann ich nichts für. Macht Spaß. Naja, gut.
War jetzt doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber es war wahrscheinlich das von dem Bradley wahrscheinlich. Bradley Cooper oder so. Örtlicher Quest sind Canyon. Mhm. Ich weiß mal nicht, wo dieser Nebel herkam in dieser Folge. Da hinten ist dies eine DLC da. Ne? Okay, machen wir weiter. Ist das das? Oder ist das nur eine einfache Tunnel, wo ich gerade hingehe? Ich befürchte, das ist nur ein einfacher Tunnel, der nirgendwo hinführt. Ja. Was ist das? Ein Lotterieschein. Da hat jemand nicht geschafft. Aber da ist noch eine... Alles ist weg wieder. Noch eine zweite Zugschiene. Da. Irgendwo ist hier ein Gegner, auf dem ich direkt drauf zulaufe. Ist das da hinten der Ghoul? Oder ist das ein Gecko? Tja, ist noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss da über die Brücke. Ne, warte, ist doch ein Canyon. Dann ist es eher weiter unten. Das ist doch ein Gecko. So. Hallo? Oh oh. May I die? Hä, wo sind sie denn hin? Da. Hallo. Schießi. So, ich befürchte, das ist tatsächlich das, ja. Da es ein Gecko ist, muss man hier wahrscheinlich runter. Aber warum? Warum sprengen die diese Brücke? Oder ist da eine Bombe draufgefallen? Und was ist hier? Hatten die Züge Atommüll geladen? Was ist denn da los? Interessiert mich jetzt mal gerade noch. Haben wir noch Zeit? So, ich hau mir mehr Redex rein. By the way, haben wir ja eh genügend. Lauf hier einmal mitten durch. Ich hätte gedacht, dass die Strahlung hier höher ist. Ja, anscheinend wurde hier entweder Atommüll gelagert oder der Zug hatte Atommüll geladen. Oh. Aha, 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 aha. Das hat sich gelohnt. So, was haben wir da hinten? Diese ganze Canyon, ey, nur Atome. Ich glaube nicht, dass der Zug so weit Atome gelagert. Ja. Das ist ein LKW, der Atome gelagert hat und ja. Siehst du ja, ne, was dann passiert. Huh? Hey. Hallo. Tschüssi. Huh? Na, einfach weitermachen. Einfach so schön. Nice, 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 richtig nice. Habe ich mich auch gar nicht erschrocken. Ja, ne? Ist das ganze Auto direkt neben uns explodiert. War richtig geil. Ja, toll, der hat trotzdem dazu genommen. Okay, ist natürlich klar. In dieser Hitze. Das ganze Atommüll, ey. Was ist denn das für einen Ort? Ärger. Weißt du, man sieht, ein Canyon muss den ganzen Atommüll da ablagern. Ja, dann werden schon direkt lieber nach Gore leben. Eieieiei. Ich will nicht angegriffen werden. Ey. Nicht wieder das Auto hochjagen, Leute. Während ich daneben stehe.
So, da war doch in Fallout 3 bei diesem Spielplatz, das ist eine der ersten Missionen, glaube ich, vom Ödland Überlebenshandbuch, war das die zweite, glaube ich. Der Spielplatz mit diesen Geistern, wo der auf die Autos geschossen hat. Alter, das war vielleicht was. Da hinten wieder auf, Freunde der guten Unterhaltung. Westlicher Question Canyon. Joa. Hallo, wie er da springt, ey. Ja. Wo müssen wir dann noch hin? Ach, in die Morningstar-Höhle. Mensch, wie viel kommen denn da noch? Das ist ein kleiner, oh, wie süß. So. Da geht's noch in die Morningstar-Höhle, würde ich sagen. Oh oh. Hm? Irgendwo. Wow! Wieso versucht der die ganze Zeit No-Wets zu schießen? Das klappt doch gar nicht. Nicht mal bei Roller. Okay, was haben wir da? Das ist ein Nachtbürscher. Auch nicht viel ungefährlicher. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.